bald kommt der entscheidende Kampf. Sie naht, die Stunde der Drachen bricht an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rotmac und wir haben noch ein paar Karten, die wir uns anschauen wollen. Für das neue Hearthstone-Addon Erbe der Drachen, was am 10. Dezember rauskommen wird. Ich habe mir für heute 15 neue Karten zurechtgelegt, die wir zusammen uns anschauen wollen und über die ich ein bisschen quatschen will. Und wir beginnen auch gleich mit der ersten Karte und ich beginne hier mit den neutralen Karten. Ich habe da 5 rausgenommen. Und die erste neutrale Karte, die wir sehen werden, ist diese hier, Shuma. Für 7 Mana ein 1/7er füllt eure Seite des Schlachtfelds am Ende eures Zuges mit Tentakeln 1/1. So. Eine Bombe zu Beginn, ja? Eine legendäre Bombe zu Beginn. Und zwar habe ich mir da zuerst gerade gedacht, hey, wow, das war's für den Sulok zum Beispiel. Und dann ist mir da noch was anderes in den Sinn gekommen, ja? Da gibt es noch eine andere Klasse, die auch sehr, sehr, sehr gut mit Tokens umgehen kann. Und zwar zum Beispiel mit Karten wie Wildes Brüllen, ja? Wildes Brüllen verleiht euren Charakteren 2 Angriff in diesem Zug. Heißt, wenn wir beim Druiden Shuma spielen können, alle Tentakeln überleben die Runde des Gegners. Wir sind wieder an der Reihe. Wir spielen Wildes Brüllen. Dann haben wir, Freunde, 23 Schaden, was wir dem Gegner ins Gesicht hauen können. Mit unserer eigenen Heldenfähigkeit 24 Schaden, ja. Das ist richtig, richtig viel. Und von daher, Shuma, ne? Druide, warum nicht? Kann man sich gut geben. Es gibt noch andere Karten beim Druiden, die da sehr gut passen würden. Wie zum Beispiel Seele des Waldes. Ja, verleiht euren Dienern Todesröcheln, ruft einen Trern 2/2 herbei. Heißt, die ganzen 1/1er werden dann zu 2/2, ja, und kriegen dann noch wildes Brüllen drauf, ist noch mehr Schaden, Freunde. Und mehr Schaden ist besser, ne, das wissen wir. Das wissen wir mittlerweile. So, auf jeden Fall sehe ich Shuma ganz vorne mit dabei bei Druidendecks, aber auch Sulok kann ganz gut funktionieren, aber mittlerweile muss ich dann doch sagen, der Druide ist eher auf Shuma ausgelegt, ja. Werden wir sehen. Shuma im Übrigen, kleiner Funfact, ne, bei uns im Militär, Schweizer Militär, ist ja Milizsystem. Da kommt jeder ran, der ein bisschen was kann. Und da gab es die Schutzmaske, ja. Die wurde abgekürzt mit Shuma und deshalb muss ich da ein bisschen grinsen, als ich diese Karte gesehen habe, gerade auch in Bezug auf das Artwork. Da wäre eine Schutzmaske vielleicht auch nicht so übel, wenn man in diesen Schlund reingeht, ja, je nachdem. So, auf jeden Fall, sehr schön, eine sehr schöne Karte. Ich freue mich drauf, der Druide freut sich drauf, die Druiden-Spieler freuen sich drauf. Ich bin jetzt nicht so der Token-Spieler-Typ, aber andere werden damit mehr anfangen können. Wer weiß, vielleicht schaue ich da auch mal rein. Mit der Shuma. So, wir gehen weiter mit der nächsten neutralen Karte und das ist Gronkhs Drachenhuf, Freunde. Und diese Karte, puh, ja, das ballert euch das Hirn weg. Wir haben für 6 Mana einen 6/6er mit einem Kampfschrei-Effekt, zieht Galakrond, schon nur das, und entfesselt eine Verwüstung, wenn ihr bereits Galakrond seid. So, heißt, wenn wir Galakrond in unserem Deck haben, wir spielen Gronkhs Drachenhuf für 6 und 6/6er, ist solide, ne, Vanilla-Stats. Wenn wir Galakrond in unserem Deck haben, kriegen wir Galakrond auf unsere Hand. Wir haben die Karte gezogen. Eine Karte ausgespielt, eine Karte gezogen. Sehr schön. Galakrond wollen wir sowieso bald spielen, ne, in Runde 6, 7. Von daher, passt das. So, jetzt das nächste Szenario. Wir haben Galakrond bereits in unserer Hand. Wir spielen Gronkhs Drachenhuf aus. Passiert gar nichts, ja? Passiert gar nichts, also spielt nie Gronkhs aus, wenn ihr Galakrond auf der Hand habt. Oder fast nie. Sag niemals nie, ne? Sag niemals nie. So, wenn wir Galakrond aber schon ausgespielt haben, natürlich auf Stufe 3, damit wir auch alles schön mitnehmen können. Wenn wir Galakrond bereits ausgespielt haben, wir sind also Galakrond. Wir spielen dann Gronkhs aus, dann können wir die Verwüstung entfesseln. Und was die Verwüstung ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es, Verwüstung ist eine Choose One Fähigkeit, ja, aus 4 Fähigkeiten, 4 sieht man so richtig, kann ich eine auswählen. Und ihr werdet es gleich sehen, muss ich das ganz kurz suchen, hier.
Das sind die vier Fähigkeiten. Ich habe da jetzt dieses Bild, seht ihr nicht so ganz, aber ich habe alles aufgeschrieben. Ich werde euch hier jede Fähigkeit erklären, die wir aktivieren können. Zuerst haben wir hier Dezimation, wie auch immer das dann genau auf Deutsch heißt. Da haben wir die Möglichkeit, dem gegnerischen Helden 5 Schaden ins Gesicht zu machen und uns selber um 5 zu heilen. Ganz einfach, 5 Schaden dem Gegner ins Gesicht, 5 Leben mir wiederhergestellt. So, dann haben wir das zweite, Reanimation. Beschwören wir einen 8-8er Drachen mit Spott. Auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Domination. Gibt all unseren Dienern +2/+2 auf dem Schlachtfeld. Auch nett, gerade auch wieder in Bezug natürlich auf Schuma. Warum nicht, ne? Warum nicht? Und dann haben wir Annihilation, irgendwas, ne? Das macht 5 Schaden an alle Diener. Ja, also quasi hier Board Clear, wahrscheinlich ein Soft Board Clear. 5 Schaden an alle anderen Diener, auch an unsere eigenen Diener natürlich. Deshalb da aufpassen, das wirklich nur spielen, wenn der Gegner zum Beispiel einen Token-Druide spielt. Dann können wir das auswählen zum Beispiel, ne? So. So viel dazu, ne? Das sind dann die 4 Möglichkeiten, die wir auswählen können, wenn wir Gronkhs spielen und Galakrond bereits ausgespielt wurde. Unsererseits eine sehr, sehr tolle Sache. Wenn wir Galakrond im Deck haben, können wir den nachziehen mit dem Kampfschrei-Effekt von Gronkhs. Und wenn er schon auf der Hand ist, Galakrond, dann spielen wir Gronkhs einfach nicht. So sieht's aus. So, wir kommen zur nächsten Karte. Und zwar immer noch bei den neutralen Karten sind wir hier. Wir haben da getarntes Luftschiff. Für 6 Mana ein 6-6er Mech mit Kampfschrei verleiht euren anderen Mechs bis zu eurem nächsten Zug Verstohlenheit. So, jetzt wissen wir ja, es gibt gewisse Mechs, die haben am Ende des Zuges, kriegen die +1/+0 oder +0/+1 oder was auch immer. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt sterben sehen in der ersten Runde, wenn wir die ausgespielt haben. Von daher nicht schlecht, wenn wir denen Verstohlenheit geben können, ja. Dann gibt es zum Beispiel beim Mech-Hunter, ja, gibt es ganz viele Mechs, die Todesröcheln-Effekte haben, die wir selber auslösen wollen, ja. Wir wollen sagen, wann die ausgelöst werden. Zum Beispiel die Mech-Bombe, ja, die dann einen gegnerischen Diener zerstört. Da sagen wir, wann die zerstört wird, ja. Deshalb Verstohlenheit, nicht schlecht, können wir eine Runde die länger auf dem Board behalten, ohne dass der Gegner sagen kann, okay, ich zerstöre dir die Karte jetzt und der Todesröcheln-Effekt geht im schlimmsten Falle ins Nirvana, weil kein gegnerischer Diener draußen ist, ja. Versteht ihr die Gedankengänge? Ich hoffe, es ist noch schwer. Auf jeden Fall, für 6 Mana ein 6-6er ist solide, ist ein Mech, ja, ist selber auch ein Mech. Heißt, der Mech wird zwar nicht verstohlen, weil es heißt, eure anderen Mechs, aber den Mech können wir auch pushen mit zum Beispiel magnetischen Dienern, die dann oben drauf kommen. Und ich, wie gesagt, ich sehe in einem Hunter-Mech-Deck, Mech-Hunter-Deck, sehe ich die Karte schon. Ja, sehe ich. Wir werden sehen, ob es wirklich metatauglich ist, aber auf jeden Fall schlecht ist sie nicht. Auch nicht schlecht ist die nächste Karte. Und zwar auch Mech, das kleine, die kleinere Version zum Beispiel. Nicht zum Beispiel, die kleine Version vom Luftschiff, heißt Heißluftballon. Für 1 Mana ein 1-2er Mech erhält zu Beginn eures Zuges +1 Leben. So, eine sehr schöne Karte. Erinnert mich auch ein bisschen an eine andere Karte, die wir kennen. Und zwar sie hier, junge Priesterin, für 1 Mana ein 2-1er, ne, das sind die Stats umgekehrt. Verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener +1 Leben. Der Heißluftballon gibt sich selber +1 Leben, ja. Ist aber wieder ein Mech, heißt, kann auch wieder gepusht werden durch magnetisch zum Beispiel. Kann auch wieder, wenn er Verstohlenheit kriegt, natürlich überlebt er schon eine Runde mehr, hat schon wieder ein Leben mehr, ja. Wenn wir da jetzt mit dem Heißluftballon und dem getarnten Luftschiff irgendwie was kombinieren wollen. Wobei die Kombo ist jetzt nicht so der Hammer, aber ist eine Möglichkeit einfach, wenn die auch draußen ist oder die Karte, ne. Wenn die auch draußen auf dem Schlachtfeld ist, wenn Heißluftballon bzw. getarntes Luftschiff dann gespielt wird. Ich finde die Karte sehr, sehr solide. Heißluftballon, sehr solide. Ich nehme mal die junge Priesterin Mech hier. Und ich weiß aber nicht, ob sie Beutelmech hier ablösen kann. Ich denke nicht. Aber ich denke, ist eine gute Konkurrenz zum Beutelmech. Wird sich dann zeigen, ja.
Ein One-A-Drop ist es, also ein toller One-A-Drop ist es, auf jeden Fall. Wird sich dann zeigen, ja. Wird sich zeigen, ob die wirklich gespielt wird. Ich sehe da schon Potenzial drin. Absolut. So, wir machen weiter und zwar mit der letzten neutralen Karte für heute. Und das wird sein diese hier, Ritualistin von Zul'drak. Für 4 Mana ein 3-9er. Mit Spott und Kampfschrei ruft für euren Gegner 3 zufällige Diener herbei, die 1 kosten. So, dieses System kennen wir bereits, wie zum Beispiel von folgender Karte. Hier, dreckige Ratte. Hatte auch Spott und Kampfschrei, euer Gegner ruft einen zufälligen Diener aus seiner Hand herbei. Da war natürlich das Risiko größer, dass ihr zum Beispiel einen Ragnaros in der Hand habt oder eine Isera oder was auch immer. Ne? Da war die Möglichkeit größer, beziehungsweise das Risiko größer, dass man dem Gegner hier eine gute Karte mit aufs Schlachtfeld bringt. Man selbst hat aber in der Runde 2 einen 2-6er mit Spott. Ja, das ist schon recht stark. Auch hier mit 4 Mana ein 3-9er. Ist meiner Meinung nach ein bisschen weniger stark. Ja, machen zwar einen Schaden mehr, aber erst 2 Runden später. Haben aber auch 3 Leben mehr. Aber ich finde, rein von den Werten her und von Mana-Kosten her, die Ritualistin schlechter als Dreckige Ratte. Dreckige Ratte wurde aber sehr, sehr oft gespielt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass wir dem Gegner einfach nur 3 Diener geben, die einfach nur 1 Mana kosten. Und da gibt es nicht so viele so starke. Und die können wir dann auch relativ gut weghauen mit halt, wir haben einen Spotter im Weg. Der muss weggehauen werden. Aber ist halt auch relativ spät, ne? Runde 4 heißt, da gibt es auch schon die ersten Hard Removals für andere Klassen. Die Karte wird weggehauen mit einem Hard Removal und der Gegner hat dann 3 1 Mana kosten, die da draußen. Natürlich auch schön, ne? Wird sich zeigen. Ich finde die dreckige Ratte 1000-mal besser aus Ritualistin von Zul'drak. Aber sie wurde auch sehr, sehr oft gespielt, die Ratte. Und deshalb könnte es schon möglich sein. Ich sehe auch eine Möglichkeit zum Beispiel, wie wir die Ritualistin spielen können, mit kombiniert mit Inneres Feuer. Da haben wir in Runde 5 9-9er. Oder in Runde 4 mit der Münze. 9-9er draußen. Das wäre dann schon wieder richtig geil, ne? Beim Priester. Und 3-9 beim Priester können wir natürlich auch hier noch die Leben zuerst noch mehr pushen. Und dann erst Inneres Feuer draufhauen. Auch eine Möglichkeit. Also das wird interessant zu sehen, wie Ritualistin von Zul'drak sich da einfinden wird. In dieses Spiel. Beim Priester? Ja, ich sehe schon Möglichkeiten beim Priester. Absolut. Absolut. Werden wir sehen. Ich freue mich drauf auf die Karte. Wird auch wieder das Ganze ein bisschen spannender machen. Und dann würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Karte. Und damit zur ersten Schurkenkarte für heute. Wir hatten beim letzten Mal richtig viele Schurkenkarten. Oder beim vorletzten Mal. Die beiden Videos auf jeden Fall. Die Playlist wird verlinkt am Ende des Videos. Also wenn ihr die 2 ersten noch nicht gesehen habt, unbedingt die nachschauen, weil da gab es richtig, richtig gute Karten. Und eine richtig, richtig gute Karte ist auch die hier. Flick Luftdolch. Für 6 Mana ein 4-4er. Mit Kampfschrei vernichtet einen Diener und alle kopieren davon. Egal, wo sie sich befinden. Ja, genau. So, also. Das ist erstmal ein Overhard Removal, würde ich das nennen. Weil, wenn wir jetzt draußen einen Diener, der Gegner hat einen Diener draußen, nehmen wir die Klerikerin. So, wir töten jetzt mit Kampfschrei, ne, diese Klerikerin und der Gegner hat eine weitere Klerikerin auf der Hand oder im Deck, dann wird die auch vernichtet. Ja, jetzt aber aufpassen. Wenn wir eine Karte vernichten, ein Robohopser zum Beispiel des Gegners, wir sind selber auch Schurke und wir haben auch Robohopser in unserem Deck, dann werden unsere Robohopser auch vernichtet, weil es werden alle vernichtet. Ja, es werden alle Kopien davon vernichtet, egal in welchem Deck, so wie der Text hier steht. Wenn das so stimmt. Was ich mir dann überlegt habe, ist, jetzt macht auch Sinn, warum bei Vax'radet zum Beispiel, wir kommen heute nochmal auf Vax'radet zu sprechen, aber warum man bei Vax'radet, wenn der stirbt, eine Kerze ins Deck bekommt und nicht ein Vax'radet direkt.
Ja? Die Kerze kann nicht zerstört werden, weil die können wir nicht ausspielen. Wachsradett im Deck kann zerstört werden, zum Beispiel durch Flick Luftdolch. Aha, da haben wir's. Da haben wir's. Ist also ein Konterdeck gegen die eigene Möglichkeit, ne, hier mit Robohopser und Wachsradett, wobei Wachsradett auf einer anderen Schiene, läuft. Aber ich finde die Karte sehr, sehr, sehr interessant und gerade bei, ja, bei gewissen Klassen, wo halt gewisse Diener wirklich wichtig sind für die Klassen und wir zerstören die einfach. Ja. Wir zerstören die. Beide. Ja. Viel Spaß. Gut. Auf jeden Fall, gute Karte. Für 6 Mann und 4 Vierer ist jetzt nicht so gut, Vanilla Stats, aber wir können schon mal einen Diener vernichten. Und selbst wenn die Kopie bereits vernichtet wurde, ja, weil die schon vorher gespielt wurde und die starb schon, wir vernichten den Diener mit einem Kampfschrei-Effekt und haben einen 4-4er draußen für 6 Mana. Das ist okay. Ist absolut okay. Nicht einen zufälligen Diener, wir bestimmen welchen Diener. Absolut genial. So. Das soll es gewesen sein von der Karte. Wir haben noch 2 weitere Schurkenkarten. Und zwar haben wir hier noch Negrium-Apotheker. Für 4 Mana ein 2-5er mit Combo. Zieht einen Diener mit Todesröcheln aus eurem Deck und erhaltet dessen Todesröcheln. Und da, Freunde, gibt es natürlich wieder Möglichkeiten wie Wachsradett. Da ist er wieder, ne? Todesröcheln. Mischt eine Kerze in euer Deck, ruft Wachsradett erneut herbei, wenn sie gezogen wird. Ja. Unbedingt. Ich will, da kriegt er hier Todesröcheln, mischt eine Kerze rein, ne? Die Kerzen, wie gesagt, können auch durch Flick nicht weggehauen werden. Natürlich super. Ja, unbedingt. Und, Freunde, nicht vergessen, zieht einen Diener mit Todesröcheln aus dem Deck. Also das heißt, wir kriegen nicht nur Todesröcheln auf Negrium-Apotheker, sondern wir ziehen diesen Diener auch aus dem Deck und kriegen den auf die Hand. Auch wieder sehr schön. Eine Karte nachziehen. In Runde 4 eventuell, ne? Für 4 Mana. Ein 2-5er draußen, ein gutes Todesröcheln und eine Karte gezogen. Wir können auch eine andere Karte mit reinnehmen, wie zum Beispiel sie hier, Sylvanas Windläufer. Wäre auch super, ja, wäre auch super. Jetzt ist mit den 4 in dem vierten Zug ist natürlich ein bisschen gelogen, weil es eine Combo, ne? Aber die Combo kann ganz gut gemacht werden beim Schurken sowieso, mit den ganzen Lakaien, ja, mit den ganzen billigen Karten, gibt auch 0-Mana-Karten, also von daher auch in Runde 4 möglich. Ja, wenn wir diese eins von den beiden Todesröcheln kopieren können und die Karte noch ziehen können, ja dann Halleluja, ne? Halleluja! Also auf den Schurken, ich war bisher kein Schurkenspieler, wirklich nicht. Aber auf den Schurken freue ich mich extrem, ne? Momentan so ein Wachsradett-Deck, Robohopser vielleicht noch mit reinnehmen, ja? Kann richtig gut werden. Bin ich gespannt. Ein Galakrond, dann irgendwie noch was mit Galakrond machen, werden wir sehen. So, erstmal kommen diese Karten weg und wir kommen noch zur, oder kommen wir zur letzten Karte des Schurken. Mal ganz kurz schauen, ob ich noch was aufgeschrieben habe zu Negrium Apotheker. Wachsradett-Deck, ja, Sylvanas, ja. Und eben, wie gesagt, Karte ziehen wir auch noch mit der Karte. Okay, habe alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Wir machen weiter mit der nächsten Karte. Und zwar Drachenschatz. Ja, die letzte Schurkenkarte für heute. Für 1 Mana, auch wieder sehr, sehr billig, ne? Ist natürlich super dann für die Kombo-Möglichkeit mit gerade dem Apotheker. Entdeckt einen legendären Diener einer anderen Klasse. So, Freunde, und da kennen wir, dieses System kennen wir ja vom Schurken, dass er andere sich an anderen Klassenkarten bedienen will. Und ja, die beste aller Karten natürlich, die Karte, die am meisten irgendwie Einfluss hat auf dieses System, ist natürlich hier, wo ist er denn? Da, der große Bazaarraub, ne? Die Quest. Fügt 4 Karten anderer Klassen eurer Hand hinzu. Wir können hier bereits in der ersten Runde, wenn wir wollen, eine Karte, eine legendäre Karte auch noch, die wir entdecken. Wir können aus 3 Karten, 3 legendären Karten von anderen Klassen, können wir einen Diener auswählen. Und ganz ehrlich, die Klassenkarten, die legendären, die sind meistens richtig gut. Ja, wenn wir legendäre Diener haben, die nicht so prickelnd sind, dann sind das neutrale Karten. Aber Klassenkarten sind eigentlich fast immer richtig gut. Also von daher,
eine sehr schöne Karte, auch wieder für Combo. Wir können wieder eine Karte ausspielen, eine Karte ziehen. Also der Schurke schaut da schon drauf, dass er nicht mehr so viele Karten ausspielt und keine Hand mehr hat, sondern wir spielen eine Karte, wir kriegen eine Karte. Wunderbar. Und Combo gut, sehr gut möglich da natürlich. So, das muss also gewesen sein vom Schurken. Und oh, jetzt war ich da zu schnell. Jetzt wollte ich hier eine große Ankündigung machen. Willkommen zum Hexenmeister mit 4 Karten. Die erste wurde bereits hier von mir geteasert. Ja, Spoiler. Für 7 Mana. Waldris Teufelshunger. Ein 4-4er. 7 Mana, 4-4er. Ja, Vanilla Stats. Lass mal schauen, was er sonst noch hat. Und zwar ein Kampfschrei-Effekt. Erhöht die Anzahl eurer maximalen Handkarten auf 12. Zieht 4 Karten. Freunde, Karten ziehen. Karten ziehen ist immer gut. Ne? 4 Karten ziehen mit einem Ausspielen von einer Karte. Wahnsinn. Das Maximum an Handkarten von 10 auf 12 erhöhen. Sehr schön. Gerade auch beim Hexenmeister, der eh immer sehr, sehr viele Karten auf der Hand hat. Eine sehr schöne Sache. Und wenn wir sowieso 4 Karten nachziehen, heißt, wenn wir 9 Karten in der Hand haben, können wir Waldris spielen. Ja, dann kriegen wir, haben wir eine Karte weniger, haben wir 8 Karten und kriegen 4 auf die Hand, haben wir dann Maximum 12 Karten. Müssen dann noch eine abspielen bei dem nächsten Zug, dann ne, ziehen wir wieder eine und die verbrennt es dann. Aber auf jeden Fall, Waldris Teufelshunger, eine sehr nice Karte, gibt auch Anwendungsmöglichkeiten. Ja? Und ich sage da zum Beispiel, einer hat da besonders viel Freude. Der Bergriese. Ne, kostet 1 weniger für jede andere Karte auf eurer Hand. Freunde, 12 Karten, 12 Mana kosten, dann spielen wir Lau raus, ne? Für Lau. Also von daher, der Bergriese, der schmunzelt sich was ab momentan, ne? Der ist back. Ja, auch sonst, der Hexenmeister hat halt viele Karten, die auch Handkarten zum Beispiel pushen. Dämonen auf der Hand pushen, ja, die Karte ganz links auf der Hand pusht und so weiter und so fort. Und je mehr Karten wir auf der Hand haben, umso mehr kann gepusht werden auf der Hand. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, besser zu reagieren auf irgendeine Situation, wenn wir mehr Karten zur Auswahl haben, ist ja ganz klar. Waldris Teufelshunger. Ob er wirklich sich durchsetzen wird, auch gerade für die Meta, wird sich zeigen. Aber eine interessante Karte. Mal was Neues auch, ne? Dass wir das Handmaximum erweitern. Finde ich cool. So. Wir kommen zur nächsten Hexenmeisterkarte. Abyssalbeschwörerin. Für 6 Mana in 2-2er. Beschwört einen Dämon. Also als Kampfschrei-Effekt. Er beschwört einen Dämon mit Spott und Werten, die der Anzahl eurer Karten auf der Hand entsprechen. Man kombiniere, ja. Maximum jetzt möglich, wenn wir bereits Waldris Teufelshunger gespielt haben, Maximum möglich ein 11-11er. Weil wir spielen ja Abyssalbeschwörerin raus. Wenn wir 12 in der Hand hätten, dann wären da noch 11 in der Hand, wenn der Kampfschrei-Effekt triggert. Das Ding ist aber, werden wir vorher Waldris Teufelshunger gespielt haben können? Erstens mal, ist eine legendäre Karte, ist nur einmal im Deck, ne? Und zweitens haben wir dann auch das Maximum an Karten in der Hand, wenn wir Abyssalbeschwörerin haben. Hat auch das. Ich sag im normalen Spiel, jetzt ohne Teufelshunger, im normalen Spiel das Maximum für 6 Mana ist dann halt 9-9er. Ist okay. Für 6 Mana ein 9-9er mit Spott. Ist okay. Und plus ein 2-2er natürlich noch. Sie selbst ist ja auch ausgespielt. Heißt für 6 Mana quasi 11-11. Das ist gut mit Spott der eine noch. Ne? Das ist gut, kann man nicht sagen. Aber es müssen halt Bedingungen erfüllt sein, wie du musst das Maximum in der Hand haben. Ich sag mal, wenn wir da Abyssalbeschwörerin rausspielen und wir haben mit ihr 7 Karten auf der Hand, dann ist es schon in Ordnung. Dann haben wir einen 6-6er mit Spott und einen 2-2er für 6 Mana. Kann man nichts sagen. Und ist ein Dämon, der ausgespielte auch noch, ne? Auch das noch im Hinterkopf behalten. Könnte noch wichtig sein. So, ich habe da auch noch was rausgenommen, was wir damit vergleichen könnten.
Und das ist hier natürlich der Großstadtgangster. Hat auch 6 Mana gekostet. Ein Kampfschrei ruft einen Ogre 6-6 herbei. Er selbst war ein 1-1er. Oh, und jetzt mal vergleiche die beiden mal. Und da muss man schon sagen, Abyssalbeschwörerin ist besser. Gerade auch beim Hexenmeister eben, weil wir viele Karten in der Hand haben, meistens beim Hexenmeister. Und da ist natürlich die Möglichkeit schon sehr, sehr groß, dass wir da mindestens 6-7 Karten in der Hand haben, wenn wir die ausspielen. Und dann passt das ja. Und er hat noch Spott, der Dämon, was bei Großstadtgangster der Ogre nicht hatte, ne? Muss man auch ganz klar sehen. Der hatte keinen Spott. Und Spott kann dann doch sehr, sehr wichtig sein. So, also so als Vergleich, ne? Abyssalbeschwörerin sicherlich besser als Großstadtgangster. Wobei, da kommt auf jeden Fall ein 6-6er raus. Aber hier könnte es auch sein, dass wir halt weniger großen Diener hätten. Aber ist egal, wir haben Spott und wir spielen die ja aus, wenn wir wollen. Also können wir da auch ein bisschen Einfluss mitnehmen, wie viel Karten wir beim Ausspielen dieser Karte in der Hand haben. Absolut. Eine schöne Karte. Schöne Karte. So, dann kommen wir zur dritten Hexenmeisterkarte für heute. Und zwar haben wir hier rasende Netherschwinge. Für 5 Mana ein 5-5er Drache. Kampfschrei fügt allen anderen Charakteren 3 Schaden zu, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. So, mal wieder eine Bedingung, ne? Drachen auf der Hand haben, dann machen wir allen anderen Drachen 3 Schaden. Ey, allen anderen Dienern 3 Schaden. Charakteren 3 Schaden sogar. Hat mich direkt an eine Karte erinnert, die nicht mehr im Standard zu spielen ist, aber natürlich noch im Wild. Und zwar haben wir da natürlich niemand anderen als ihn hier, der Zwielichtsbrecher. Eine Karte, die ich richtig gehasst habe, ne? Die Karte ist ja noch aus Kobold und Katakomben. Fügt allen anderen Dienern 3 Schaden zu, war damals. Jetzt haben wir allen anderen Charakteren 3 Schaden. Wenn wir einen Drachen auf der Hand haben, die Bedingung ist dieselbe, ist beides ein Drache. Der rasende Netherschwinge kostet halt einfach 1 Mana mehr, ist aber ein 5-5er, hat also 2 Verteidigung plus 2 Angriff mehr als Zwielichtbrecher. Und jetzt kann man sich sagen, Zwielichtbrecher wurde verdammt viel gespielt. Absolut. Dann ist rasender Netherschwinge gesetzt. Weil der ist besser als Zwielichtsbrecher. Jetzt einfach so als Karte. Kommt halt allerdings die Frage auf, der Hexenmeister. Ist der wirklich so auf Drachen ausgelegt? Wir haben außer ihn hier, rasender Netherschwinge, momentan keinen einzigen Hexendrachen im Standardformat. Keinen einzigen. Heißt, müssen alles neutrale Drachenkarten sein. Und ob denn das so gut funktioniert, ist eine Frage, die man sich stellen muss. Beim Priester kann man sagen, ja, funktioniert, ne? Hatte auch andere Drachen mit im Klassenrepertoire. Der Hexenmeister hat das nicht. Und der Hexenmeister, ne, gerade Zulok, Demonlok und so, der will ja keinen Board Clear. Der will ja selber viele Diener raushauen. Also wird sich da zeigen, ob die Karte dann beim Hexenmeister selber auch so eine Wirkung hat, wie der Zwielichtsbrecher, der eigentlich schlechter wäre, beim Priester gehabt hat. Weil beim Priester war er richtig stark, muss man sagen, ja. Wirklich, wirklich stark. Das war, boah, nervtötend. Der Zwielichtsbrecher. Oh, muss ich ganz kurz was trinken? Krieg hier, boah, wo ist das bitter? Eine trockene Kehle langsam. So, hab mir noch was aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht. Habe ich alles gesagt, was ich aufgeschrieben habe. Sehr gut, also, eine sehr interessante Karte. Ob sie sich durchsetzen wird, werden wir sehen. Ich finde es so ganz cool, wobei ich hasste ihn. Denn Zwielichtsbrecher, also werde ich auch ihn hassen. Ganz einfach. Das ist gesetzt. So, nächste Karte und letzte Hexenmeisterkarte für heute. Da haben wir noch Netheratem. Für 2 Mana ein Zauber, verursacht 2 Schaden, verursacht stattdessen 4 Schaden mit Lebensentzug, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Auch hier wieder Bedingung, einen Drachen auf der Hand haben. Beim Hexenmeister wird das schwierig. Wir haben einen Drachen jetzt im Standardformat bisher. Und zwar war das der vorherige, der gute, nicht Netheratem, das ist diese Karte, rasender Netherschwinge. Ja. Der einzige Drachen, Hexenmeister, Hexenmeisterdrache, ja.
Aber neutrale Drachen gibt es ja zu Genüge. So, was können wir da als Vergleich herbeiziehen zu dieser Karte? Weil für 2 Mana 2 Schaden, ja, für uns stattdessen 4 Schaden mit Lebensentzug. Also 4 Schaden und 4 Heilung, wenn wir einen Drachen auf der Hand haben. Ich habe mir da ein paar Karten genommen zum Vergleichen. Und zwar Blutsauger. Kostet 1 Mana mehr, 3 Mana, verursacht 2 Schaden mit dem Lebensentzug quasi. Ne? Also, wenn wir die Bedingung erfüllen beim Netheratmen, dann haben wir 4 Schaden und 4 Lebensentzug für 2 Mana. Wenn wir sie nicht erfüllen, haben wir 2 Schaden. Beim Blutsauger 2 Schaden und 2 Leben herstellen, egal was ist. Ganz ehrlich, finde ich Netherdrachen, Netheratmen schon ein bisschen besser. Weil halt einfach weniger kostet weniger. Und wenn wir einen Drachen auf der Hand haben, 4 Schaden, 4 Lebensentzug. Das ist schon toll. Ja, ich habe noch eine zweite Karte rausgeschrieben. Und zwar Schattenblitz. Auch ein Mana teurer. Fügt einem Diener 4 Schaden zu. Ohne Lebensentzug. Kostet also 1 mehr. Hat keinen Lebensentzug. Dafür haben wir beim Netheraten die Bedingung, einen Drachen auf der Hand zu haben. Ansonsten nur die Hälfte des Schadens. 2 Schaden. Für 1 Mana weniger. Ja. Ich finde Netheratem stark. Wirklich stark. Wenn wir denn Drachen spielen beim Hexenmeister. Weil für 2 Mana 2 Schaden, meh. Ne? Dann finde ich die anderen beiden Karten besser. Aber die Bedingung, wenn die erfüllt wird mit dem Drachen, dann ist Netheratem natürlich besser. So, sehen wir mal, ob der Hexenmeister tatsächlich mit Drachen jonglieren will. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es funktionieren könnte. Ob es dann auch tut, werden wir sehen. Bin ich aber gespannt drauf, ob der Hexenmeister auch mit Drachen aufs Schlachtfeld kommt. So, dann nehmen wir die beiden Karten mal raus und wir kommen zur letzten Klasse für heute. Habe ich noch 3 Karten vorbereitet und zwar zum Krieger, Freunde, zum Krieger. Und da kriegen wir noch einen Galakrond zu sehen. Ja, so ist es hier. So, Netheratem kommt weg und da ist er auch schon. Der Galakrond, der Eiserne. Für 7 Mana. Heldenkarte, natürlich 5 Rüstung gibt er auch noch. Und hat Kampfschrei, zieht einen Diener, verleiht ihm +4/+4. Zum Aufwerten 2-mal Galakrond ermächtigen. Kennen wir. Ich wurde übrigens noch gefragt in den Kommentaren von einem letzten Video. Wurde ich gefragt, wie das denn ist, wenn Galakrond bereits ausgespielt ist, also wenn wir Galakrond sind und wir eine Karte mit Ermächtigen spielen, ob dann die Heldenfähigkeit für diese Karte trotzdem triggert. Ja, tut sie. Also, wer Ermächtigen hat, Galakrond wird zwar nicht mehr verstärkt, wenn er schon ausgespielt ist, aber das Triggern der Heldenfähigkeit funktioniert trotzdem für die Karte, die wir ausspielen mit Ermächtigen. Nur so als Zwischending. Habe ich auch in den Kommentaren so beantwortet, aber wenn sich da andere Leute noch fragen, wie das genau funktioniert. Oder andere, wenn ihr andere Fragen habt, unbedingt unten in die Videobeschreibung rein. Die Videokommentare. Die Beschreibung mache ich. Die Kommentare, da könnt ihr kommentieren, ja. Unbedingt in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche die Frage zu beantworten. Bisher konnte ich, glaube ich, jede Frage beantworten und auch hier an dieser Stelle noch danke vielmal für die ganzen Leute, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich glaube, in der letzten Woche gab es 10 Abonnenten mehr. Es ist für mich relativ viel in einer Woche. Von daher vielen, vielen Dank. Und wer noch nicht hat, unbedingt abonnieren. Am Schluss nochmal. So, wir machen jetzt weiter mit dem Krieger. 3 Karten, das nehmen wir jetzt noch. Komm, 3 Karten. Also, Galakrond. Wenn wir das Ganze so weiterschauen oder wie es bisher war bei Galakrond-Karten, die wir bereits kennen, der kann ja um 2 Stufen noch steigen, ja, der hat Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, jedes Mal 2-mal ermächtigen, um in die nächste Stufe zu kommen, bevor wir den ausspielen und dann hatten wir dann doch immer irgendwie so ein bisschen das Doppelte von der Vorstufe. Heißt, wenn das jetzt auch so stimmen würde, ja, Irrtum vorbehalten. Aber dann wäre dieser Galakrond richtig krass. Denn das würde bedeuten, dass wir in Stufe 1 einen Diener ziehen und verleihen ihm +4/+4. Auf Stufe 2 würden wir 2 Diener ziehen, denen wir +4/+4 geben würden. Und auf Stufe 3 würden wir dann 4 Diener ziehen. 4 Freunde. Denen wir +4/+4 geben würden. Heißt, wir ziehen 4 Karten,
wir pushen die 4 um plus 4 plus 4. Also insgesamt verteilen wir plus 16 plus 16. Das finde ich schon zu krass. Also ich weiß nicht, ob das so kommen wird. Oder ob die dritte Stufe und die Waffe, von der sprechen wir jetzt gar nicht, von der Klaue, die auch noch angezogen wird auf Stufe 3, wenn wir Galakrond ausspielen. Aber das ist schon verdammt krass. Also wenn die Karte wirklich so rauskommt, dass auf Stufe 3 4 Diener rausgenommen werden, aus unserem Deck gezogen werden, die plus 4 kriegen jeweils. Boom. Ja, aber richtig boom. Weil plus 16, plus 16, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und wenn wir uns dann noch Gedanken darüber machen, was der Krieger denn für Karten hat, Eiferkarten zum Beispiel, Alter. Kommen raus, hauen einfach mal einen Diener weg und dann stehen sie noch da, ne? Für die nächste Runde. Das ist schon brutal, brutal. Aber ich bin noch gar nicht fertig hier, ne? Mit Galakrond. Komm, Galakrond haben wir noch ein bisschen was zu besprechen hier bei diesem. Und zwar seine Heldenfähigkeit. Seine Heldenfähigkeit ist Galakronds Stärke. Für 2 Mana, wie wir es kennen, meistens aus den Heldenfähigkeiten. Ne? Für 2 Mana verleiht eurem Helden plus 3 Angriff in diesem Zug. Also quasi eine Klaue, eine kleine. 3 Angriff. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Kombinationsmöglichkeit mit anderen Karten, wie zum Beispiel Haifischflossenfan. Ruft einen Piraten 1-1 herbei, nachdem euer Held angegriffen hat. Also, wir machen 3 Schaden und wir kriegen einen 1-1er Piraten hinzu. Piraten kommen wir später auch noch dazu, ja, könnte auch noch interessant werden beim Krieger. Oder Rohling der Rüpelbande. Erhält plus 1, nachdem euer Held angegriffen hat. Hallo? Ja, hallo? Also, ja, Möglichkeiten. Beim Krieger ja sowieso eine tolle Möglichkeit mit Rolling der Rüpelbande. Schurken noch fast besser, aber wenn wir Galakrond gespielt haben und dann immer 3 Angriff kriegen für 2 Mana, ja, aber hallo, ne? Aber hallo. So, das war es dann auch zu Galakrond, ne? Also eine dicke Hausnummer. Eine dicke Hausnummer der Galakrond des Kriegers. Und ich wurde auch gefragt, kann ich auch noch ganz kurz thematisieren. Ich wurde auch gefragt, was ich denn stärker finde. Die Übel. Klassen, also alles mit Galakrond oder halt die Nebenquest-Klassen, die Heldenklassen quasi. Ja, ganz klar, ne? Galakrond-Klassen sind richtig übel drauf und bei den Nebenquest-Klassen sehe ich momentan nur den Jäger als konkurrenzfähig. Ich hoffe, Blizzard hat es nicht komplett verkackt, dass wir nur noch 4 Klassen spielen können. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, kommen wir zur zweiten Kriegerkarte und da haben wir Feueratem. Für 4 Mana fügt einem Diener 5 Schaden zu, erhaltet 5 Rüstung, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Also die 5 Schaden einem Diener zufügen, machen wir so oder so. Die 5 Rüstung kriegen wir nur, wenn wir die Bedingung erfüllen, dass wir den Drachen auf der Hand haben. Ich habe mir da auch noch was rausgeschrieben und zwar, die Karte hat mich doch sehr an Schildblock erinnert mit den 5 Rüstungen und einer Karte ziehen. Also wir haben quasi 2 Eigenschaften in einer Karte. 5 Rüstungen erhalten plus eine weitere. In dem Falle eine Karte ziehen. Bei Feueratem wäre das dann 5 Schaden einem Diener verursachen. Aber die Rüstung kriegen wir halt nur, wenn wir die Bedingungen erfüllt haben. Kostet aber auch eins mehr, ne? 4 Mana statt 3 Mana. Ja. Ja, wenn es wirklich groß Drachen gibt beim Krieger, so ein Dragon Warrior, dann ist Feueratem sicher gut aufgehoben im Deck. Wenn wir aber nicht so viele gute Drachen haben, dann ist Schildblock dann schon ein bisschen besser. Ja? Also, mal schauen, ob der Krieger, da wirklich gepusht wird mit Drachen. Was natürlich auch geht, ist eine Kombination. Ne? Wir haben jetzt einen Drachen auf der Hand, wir spielen Feueratem. Machen also 5 Schaden einem Diener, kriegen 5 Rüstung und dann spielen wir hier Schildschlag. Nochmal 5 Schaden einem Diener. Für 5 Mana insgesamt. 10 Schaden für Diener, 5 Rüstung für mich. 10 Schaden, 5 Rüstung für 5 Mana. Gute Kombinationsmöglichkeit. Kann man machen, wenn man es dann alles auf der Hand hat, ne?
So, ansonsten habe ich mir da nichts mehr aufgeschrieben. Ja, selbsterklärend diese Karte. Und dann kommen wir zur letzten Karte für heute, Freunde. Die Waffe für den Krieger. Ankar. Für 3 Mana 2-3er Waffe. Zieht einen Piraten aus eurem Deck, nachdem euer Held angegriffen hat. Oh. Piraten-Worry. War mal richtig stark, ne? War mal richtig stark zu einer Zeit. Momentan, wir haben eigentlich keine Piraten mehr beim Krieger im Standard. Im Wild haben wir ein paar, aber im Standard haben wir momentan keine Piraten. Ansonsten müssten das neutrale Piraten sein. Und ob sich das wirklich so gut ausgeht, muss man sich mal anschauen. Aber jedes Mal, wenn wir angreifen würden, würden wir einen Piraten aus dem Deck ziehen. Das ist schon richtig stark eigentlich zum Nachziehen. Und hat mich so ein bisschen auch, so ein kleines bisschen an ihn hier erinnert, um da einen Vergleich zu ziehen. Schraub Kalibur. Für 4 Mana ist ein Mana mehr. Hat auch die Stats umgekehrt, ne? 3-2 statt 2-3. Aber jedes Mal, wenn wir angreifen, dann passiert etwas. Ja. Gut. Ankar ist legendär. Also irgendeine Möglichkeit muss es da schon geben, dass man Piraten richtig gut pushen kann da. Aber ein Piraten-Worry? Ja, warum nicht? Warum nicht? Bin ich auch gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Werden wir sehen. Ja, wir haben viele neutrale Piraten. Haben wir schon. Das ist ein Mysterium für mich so ein bisschen, wie sie jetzt auf Ankar kommen, auf die Piraten kommen, aus dem Nix eigentlich, ne? Eigentlich aus dem Nix. Aber werden wir sehen. So, Freunde, und das soll es gewesen sein für heute. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare da lassen und natürlich abonnieren nicht vergessen, denn es wird weitere Videos geben. Wir sind noch lange nicht am Ende mit den Previews zu den ganzen Karten vom neuen Addon Erbe der Drachen. Wir haben bis am 10. Dezember noch Zeit. Ich denke, ich werde in den nächsten 1, 2, 3 Tagen schon das nächste Video raushauen müssen mit den Karten, weil wir haben noch so viele, noch so viele. Es werden immer wieder neue revealed und ich muss da schauen, dass ich dranbleiben kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.